Moin! Heute geht es weiter mit dem Hauptgang unseres Drei-Gänge-Menüs zu Ostern. Falls ihr die Vorspeise noch nicht gesehen habt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung nach oder in der Ecke des Videos auf dem i. Dort haben wir euch das Video nochmal verlinkt. Zum Hauptgang gibt es heute leckeres Lammkarree mit Pistazien, Petersilienkruste, Erbsen, Kartoffelpüree und Portweinschalotten. Los geht's! Wir setzen jetzt erstmal die Portweinschalotten an, damit die ordentlich schmoren können. Dafür schälen wir die Schalotten und halbieren sie. Schalotten eignen sich dafür besonders, weil sie im Gegensatz zu Zwiebeln ein feineres Aroma haben. Nun halbieren wir die Schalotten einmal längs und kümmern uns um den Sud. Für den Sud geben wir Zucker in einen Topf und lassen ihn etwas karamellisieren. Den Zucker löschen wir dann mit Balsamico, Rotwein und Portwein ab und geben noch eine Chili dazu. Die genauen Mengenangaben findet ihr übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Ganze lassen wir dann einmal aufkochen und heizen nebenbei den Ofen auf 150 Grad vor. Da wir noch etwas Zeit haben, bis der Sud anfängt zu kochen, werden wir schon mal unsere Kartoffeln schälen und ganz normal im Salzwasser aufsetzen. Der Sud kocht jetzt. Nun legen wir die Schalotten mit der Schnittfläche nach unten in den Sud, dann kommt der Deckel wieder drauf und das Ganze in den vorgeheizten Ofen. Da können die Schalotten den Geschmack aufnehmen und werden schön weich. Jetzt kümmern wir uns um die Kruste. Dafür hacken wir die Petersilie nun grob. Wenn ihr die Petersilie wascht, achtet darauf, dass ihr sie dann wieder trocken tupft, damit die Kruste nicht allzu feucht wird. Die Petersilie, Semmelbrösel und Pistazien kommen nun in den Mixer und werden schön fein gemixt. Das braucht eventuell einige Anläufe. Wir mussten auch zwischendurch die Masse ein wenig runterschieben, damit wirklich alles schön fein wird. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte die Masse schön krümelig sein. Nun stellen wir noch schnell einen Topf mit Salzwasser auf, bevor wir uns um das Fleisch kümmern. Das Fleisch wird jetzt pariert. Das bedeutet, dass wir Sehnen, Fett und Silberhaut entfernen. Dafür einfach ein schmales, spitzes Messer zwischen Haut und Fleisch schieben und einen Teil der Haut ablösen. Dann erfasst die linke Hand die abgelöste Haut und zieht sie straff entgegen der Schnittrichtung. Die rechte Hand führt nun unmittelbar darunter das Messer entlang. Außerdem säubern wir jetzt noch die Knochen, entfernen also auch hier das Fett. Und dann geht es auch schon zum Braten. Achtet hier auf jeden Fall darauf, dass die Pfanne schön heiß ist. Da das Stück Fleisch so groß ist, kann es ansonsten passieren, dass die Pfanne zu sehr abkühlt und ihr das Fleisch kocht, anstatt es zu braten. Das darf natürlich nicht passieren. Wenn die Pfanne also schön heiß ist, geben wir unser selbstgemachtes Butterschmalz rein. Dazu gibt es auch schon ein Video, was wir euch natürlich verlinken werden. Und dann kann das Lamm auch schon in die Pfanne. Das brutzelt so schön. In das vorbereitete Wasser kommen jetzt unsere Tiefkühlerbsen und werden dort nur schnell aufgetaut und nach ein paar Sekunden auch schon wieder im kalten Wasser abgeschreckt. Dann behalten sie auch ihre schöne, kräftige, grüne Farbe. Und nun der spannende Moment. Das Fleisch wird gewendet. Wenn es so aussieht, ist es wirklich optimal. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wann es gut ist, kontrolliert einfach die Farbe. Wenn es von beiden Seiten schön gebräunt ist, ist es perfekt und kann raus. Wir legen noch etwas Rosmarin drunter und würzen es dann mit Salz und Pfeffer. Streichen es mit Senf ein und wälzen es in der vorbereiteten Panade. Dann kommen die Schalotten wieder auf den Herd und das Lamm geht auf mittlerer Schiene bei 150 Grad ca. 25 Minuten in den Ofen. Da wir ja hier bei uns nichts wegwerfen, kommen die Fleischreste vom Parieren jetzt in die Pfanne, um daraus noch eine leckere Soße zu ziehen. Die Fleischreste lassen wir etwas anrösten. Wenn sie dann gut Farbe bekommen haben, gebt ihr etwas von dem Sud der Schalotten dazu. Dann noch etwas Portwein und Rosmarin und schmeckt es mit Salz und Pfeffer ab. Reduziert die Soße dann bis zur gewünschten Sämigkeit.
Achtet beim Abschmecken noch drauf, dass die Soße durchs Reduzieren ja noch intensiver wird. Nun pürieren wir die Erbsen. Wenn ihr noch etwas von dem Kochwasser hinzugebt, wird das schön geschmeidig. Wir streichen die Erbsenmasse jetzt nicht durch ein Sieb, aber wenn euch die Struktur der Erbsenschale im Püree stört, dann macht das gerne. Die 25 Minuten sind jetzt um und wir drehen den Ofen aus und lassen das Fleisch noch etwas im Ofen ruhen. Das Püree erhitzen wir nur noch mal kurz, rühren ein Stück Butter ein und pressen die gekochten Kartoffeln hinein und rühren sie unter. Schmecken alles ein letztes Mal ab und richten an. Zuerst das Erbsenpüree auf den Teller. Das leckere Fleisch, perfekt gegart. Und dazu die Portweinschalotten mit der kräftigen Soße. Ein Traum! Wir hoffen, euch hat dieser Hauptgang gefallen. Schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch, da gibt es das leckere Dessert dazu. Also seid gespannt! Bis dann, Chris und Marie.